Okay. Na dann, willkommen zu einem neuen Part. Tower of Tifonia. Wo sind wir denn hier gelandet? Eine Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Na toll. Schnurrbartkatz. Schnauzbart. Kaputter Sender. Natürlich können wir den in die Tasche stecken. Ist ja auch nicht groß. Wir haben eine Fackel, wir haben einen kaputten Sender, wir haben einen Schlauch. Ich kann mir den Schlauch jetzt hier in der Pumpe anschließen. Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen oder meine Zähne putzen oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob. Ja. Vielleicht müssen wir jemand die Fackel in die Hand drücken. Hey, Golf, willst du eine Fackel halten? Hey Baby, hast du mal Feuer? Ich kenne dich lange genug, um diese Frage kategorisch mit Nein zu beantworten. Okay, also nicht. Bum, 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 bum. Wo geht's hier nochmal weg? Geht hier gar nicht mehr weg. Oder was? Irgendwie müssen wir doch zum Kutter zurück. Zu Isna Obacht. Haben wir einen Generator. Können wir mit dem Generator oder hoch oder runter? Diese Generator. Auspuff. Das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend. Ein geschlossenes Abwassersystem. Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal, das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend, ein geschlossenes Abwassersystem. Aha. Na dann, vielleicht können wir mal gegentreten. Zucker haben wir nicht mehr im Inventar. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Wir brauchen Zucker. Wieder auf den Kutter zurück. Vielleicht gibt es dort eine Zuckerdose, die wir mitnehmen können. Sieht allerdings nicht so aus. Tja. An Deck. Tja. Also. Dann doch erstmal zum Funkmast. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, den Generator auszuschalten, ohne eine Zuckerdose zu benutzen. Pumpe. Ich bin nicht hier, um Feuer zu löschen. Im Gegenteil, wir sind immerhin mitten in einer Rebellion. Revolution. Nicht Rebellion, Revolution. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Funkmast. Das würde nichts bringen. Er ist kaputt. Fucking Funkmast. Keine Zeit für Wetterexperimente. Ich bin hier, um den Sender zu reparieren. Okay. Vielleicht. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Dochtlöscher für Flächenbrände. Bah. Nein. Hey, Gold, alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, ich mich auch. Alles zum Plan. Ganz schön gewitterig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Stochastik, da war ich ganz gut in Mathe. Das war so ziemlich das einzige mathematische Gebiet, in dem ich mich auskannte. Ein bisschen Real Talk. Ich war in allen Gebieten schlecht, aber Stochastik, das ist logisch, das kann man verstehen. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Und die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ja, Fuß.
Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ach, ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte immer, du kannst Dinge nur kaputt machen. Und ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja, warum eigentlich nicht? Was spricht dir dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oh ja. Oder mir einen Regenschirm in die Ufos? Moment mal. Naiv? Kübel Wasser? Regenschirm? Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, nein, oder? Nein. Kenne ich mich im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Wir brauchen einen Kübel mit Wasser und einen Regenschirm. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay, das bekommen wir wahrscheinlich nicht hier, sondern auf Porta Fisco. Mal schauen. Wir brauchen einen Wassereimer. Und einen Regenschirm. Okay, vielleicht können wir erstmal den kaputten Sender einen Dock geben. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Sender. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Na dann, auf geht's. Bei dem Gewitter sollten wir unbedingt auf die Spitze des Funkmasts klettern. Dann wollen wir mal. Oh, sehr schön. Sehr schön. Aua. Weil es so schön war. Dann wollen wir mal. Weil es so schön war, gleich nochmal. Aua. Joel, machst du für uns hochklettern? Keine Zeit für Wetterex. Ich bin hier, um den Send. Tja. Warum sollte ich mein. Wo ist doch noch so viel. Vielleicht. Dann wollen wir mal. Mit dem Sender hoch. Das hat ja sehr gut geklappt. Aua. Keine Zeit für Wetter. Ich bin hier, um den Send. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Langweilig! Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie! Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja, warum eigentlich nicht? Was spricht? Himmel, für wie naiv fehlt nur noch. Rufus? Vielleicht. Gut so. Nee, muss ich spät. Eine Idee. Die naive Goal ist eigentlich noch da drin. Wir haben nur die Lady Goal. Weiter geht's. Ich hoffe. Verstehe. Eigentlich. Baby Goal! Nice. Was soll das denn? Das ist mein neuer Baby Jingle! Goal. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. So, Baby Goal, machst hey, du dich Goal. Vielleicht? Alles gut bei dir? Auf nicht wirklich? Stellen. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je. Damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schau dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust
werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Ganz genau. Uno. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Super. Schritt 1, rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Oh nein, du Armer. Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klug wie du bist. Genau. Was sind das für Tipps? Die Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten soll? Ach, du willst dich doch nur über mich lustig machen. Ihr kennt doch jedes Kind. Ich kenne sie ja auch. Aber ich fühle mich für dich verantwortlich. Darum muss ich sicher gehen, dass du sie auch kennst. Oh, das ist so lieb. Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Also, Wasser, Baum, Regenschirm. Und dann wird man von einem Blitz getroffen, ja? Aber nicht doch! Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Ein Lottoschein brauchen wir also noch. Ein Lottoschein, wir brauchen also einen 6er Lotto, wir brauchen einen Baum, wir brauchen einen Regenschirm, wir brauchen immer Wasser. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Ist zwar eigentlich auch nicht viel höher, aber... Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Da müssen wir erst mal die Sachen besorgen. Ich fürchte, die kriegen wir auf Botafisco. Tja, dann erst mal weg hier. Wir kommen wieder. Na dann, ist der Obacht, Nordpol, der Schwarzmarkt, Botafisco. Dann gehen wir erstmal hier hin. Wer ist denn das? Das und das, Stromumkehrer. Das ist aber kein Stromumkehrer, das ist ein Penner am Wegrand. Sehr gut, wir haben einen Stromumkehrer. Ich mag die Dinger, sie sind wie ich, immer gegen den Strom. Ja, vielleicht können wir... Ich empfange negative Vibrations. Großartig. Du. Fahrzeichen. Brennendes Fass. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Tja, wieder mit ihm. Mit Goon. Hallo, Goon. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Lernen wir mal den Kunden kennen. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Trams zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Ja, die Stimme kommt mir irgendwie ein wenig bekannt vor. Ich weiß auch nicht, woher ich die kenne. Irgendwie... Oh ja.
Müssen wir nachher mal machen. Ich reiß mal alles andere. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich hab letztens...